Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Microsoft Flight Simulator bei Nacht. Ja, wir sind jetzt hier nähe Frankfurt und fragt mich bitte nicht, was der Kollege gerade macht. Ich habe die Lichter schon soweit vorbereitet. Oh, die Heizung habe ich vergessen. Eben. Ich habe nämlich gerade erinnert, Junge, was ist denn los? Also ich muss sagen, die KI ist richtig scheiße. Digga, was macht er denn? Wisst ihr was, was wir jetzt machen, Leute? Mache ich ungern Endanflug. Wir springen jetzt einfach zum Endanflug. Habe ich auf alles andere jetzt eher keinen Bock mehr. Weil wenn der Kollege, die Kollegin, das noch 5000 Mal sich im Kreis dreht, sage ich euch ehrlich, habe ich darauf keinen Bock. Ui, da unten ist die Landebahn. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelt, thank you. Wieso ist denn dieses scheiß Taxi-Light schon wieder? Retract. Ach halt, nee, off, off. Ja, die Kollegin wird gleich landen. Oh Gott. Wir schauen uns die Landung von außen an, aber Leute, ich glaube, das wird nichts mit der Kollegin. Die kommt doch viel zu schräg. Wo landet die denn? Land doch komplett hier auf dem Rollfeld. Aber doch nicht auf der Landebahn. Oh Gott, die KI. Oh, ich muss mir unbedingt einen Controller zulegen. 500. Meine Fresse, was ist das? Meine Damen und Herren, bitte schneiden Sie sich auf. Eine harte Landung. Schneiden Sie sich an, es wird eine harte Landung, Ladies and Gentlemen, please fasten your seatbelt. The landing will be hard. Der Kollege cannot flying. Oh Gott. Wie geht es? Brace, brace, brace. Ladies and Gentlemen, brace, brace, brace. Ah. Rufen Sie Bodenkontrolle, ja, danke. Hey, was macht der Kollege? Was macht die Alte? Schachtel, Junge. Junge, was ist denn mit dir falsch? Nee. On. Digga, die macht ja alles falsch. Digga, sie ist so inkompetent. Ja, Frankfurt, kann ich mir jetzt aussuchen, was ich hier nehme. Als erste. Digga, sie ist einfach so inkompetent. Sie ist komplett ins Gras gefahren. Was ist mit der alten Schachtel falsch? Meine Güte, was hat die mit unserem Flugzeug gemacht? Alter. Wir müssen erstmal schauen, dass ich das Flugzeug wieder hinbekomme. So, wo muss ich hinrollen? Alles klar. Okay. So, Wing Lights off Taxi. So. Meine Damen und Herren, die Kollegin ist nicht die erfahrenste. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Junge, sowas kann man eigentlich nicht entschuldigen. Ladies and Gentlemen, sorry for that. My co-pilot is not the best. Die ist ja fast schlimmer als ich. Ah, Digga. So. Parking Brake off. Jetzt geben wir ein bisschen Schub, dass wir zumindest aus dem Gras rauskommen. Jetzt kann ich mir gleich Pushback rufen. Ah, Digga, nee, wieso rollst du denn jetzt nicht? Parking Brake off, ja. Dann gib halt nochmal ein bisschen Schub. Jetzt, Leute, wir rollen. So, wir müssen jetzt hier einmal die härteste Kurve machen. Ja, ich weiß, wie man lenkt. Danke.
Ja, die Kollegin weiß aber scheinbar nicht, wie man landet. Also Leute, ich weiß es auch nicht, weil ich kann nicht landen mit einer Tastatur, geht es nicht. Wenn es normale Steuerung wie in jedem Spiel wäre, dann hätte ich damit ja kein Problem. Aber sie ist halt nicht so wie in jedem anderen Spiel. Die wollen ja eben deswegen, dass du sie mit Tastatur spielen kannst. Das wollen die ja. Aus dem Grund, dass du dir irgendwie von denen so ein komisches Lenkrad da kaufst, dass du ja, I don't know, wo du das kaufen kannst. Auf jeden Fall kaufe ich mir das nicht, weil ich weiß, dass es das so 200 € kostet. Digga, und das ist viel zu teuer. Kollegin war aber ein bisschen inkompetent, kann das sein? Naja, wie auch immer. Drücken Sie weg neben des Schubes. Bin ich so schnell? Oh ja, ich bin tatsächlich schnell. Mich ein bisschen weg. Und bremse einmal runter. So. Also, ich muss sagen, das war echt eine Scheißlandung. Ja, ich lenke. Hab's kapisch. Ich wollte mir nur kurz das Flugzeug angucken. Also, ich hätte es nicht gewundert, wenn da diese Meldung gekommen wäre, sie sind abgestürzt oder so. Das kann nämlich auch kommen. Und bei der Landung hätte. Ohne Witz, bei der Landung hätte mich nichts mehr gewundert. So scheiße, wie die war. Die ist auf dem Gras gelandet. Digga, das Pushback für dieses Flugzeug, ja moin. Ich glaube, es. Also, zum Thema Brace Position. Ich glaube, die sagen da ja Brace, 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 Brace oder wie das geht. Ach so, ja. Die Landungsdurchsage. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt erfolgreich. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt in Frankfurt am Main gelandet. Bitte bleiben Sie sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben. Ladies and Gentlemen, we are landing. We had landed. Oh, Leute, keine Ahnung, Englisch. Es sind Ferien, ich muss kein Englisch hören. Please stay seated until we are at our gate. Also jeder, der gut Englisch kann, weiß jetzt, dass ich eine richtige Scheiße hier rede. So. Ist hier irgendein Winkemann, der mich einwinkt? Winkemann? Ja. Ist gut? Ist gut, habe ich geschafft? Ist gut. Ist hier ein Winkemann? Nee, hier ist kein Winkemann. Ja gut, okay. Ja, Leute, yay, wir sind gelandet. Mehr oder weniger sicher. So. Ja, doch, Logo Lights lassen wir einmal on. Beacon Lights auch. Heizung machen wir aus, brauchen wir nicht mehr. So, yay. Meine Damen und Herren, Sie dürfen jetzt aufstehen. Vielen Dank, dass Sie heute mit World Travel geflogen sind. Es tut mir nochmal leid wegen meiner inkompetenten Kollegin, Alter. So. Jetway. Gib mir mal das, damit das auch immer hierher kommen soll. Halt auf, dass jetzt daher kommt. Nice. Ui. So, dann Strom bitte. So. Ja, Crown Power Unit. Ja, jetzt halt doch ruhig. Ui. Blinkt das so? Was blinkt denn hier so? Ach so, die Crown Power Unit blinkt. Ja, guck mal, der kommt gar nicht an uns ran. Egal. Er schafft's einfach nicht. Ich hab so scheiße geparkt. Ich setz einfach nicht. Er packt's nicht, schade. Ey, aber man kann in die Kabine gucken, weil die Tür offen ist. Ha. Ja, gut. Wieso ist denn Licht in der Kabine? Kriegt das irgendwie aus? Naja. Strobe Lights off. Beacon Lights off. Ah, ne, halt, Beacon Lights muss man anlassen, bis Turbinen aus sind. Gut. Turbine 2 aus, Turbine 1 aus. Da seht ihr, wie sie runterfahren.
Langsam, aber sicher. Und beide sind jetzt runtergefahren. Hallo. So, Triebwerke sind aus. Ja, das muss so. Externe Stromversorgung on. Off. Parking Brake on. Gut, Leute, wir sind erfolgreich gelandet, hätte ich gesagt. Also mehr oder weniger erfolgreich halt. Ah, Ludl. Weil sie, die da eigentlich sitzen sollte, keine gute Landung hingelegt hat. Wie auch immer. Naja, Leute. Ich muss sagen, es war eine chaotische Folge. Ich muss sagen, den Start, der war gut gemacht. Start war gut gemacht, Triebwerkgenerator off. Achso, ja, off. Der Start habe ich gut gemacht, hoffentlich. Nur die Landung war nicht gut. Aber gut. Kann man auch nichts machen. So, Triebwerke sind aus. Navigation Lights auch aus. So, alles ist aus. Retract off. So, Leute, Checkliste durchgehen. Engine 1, off. Engine 2, off. Parking Brake, on. Seatbelts, off. No Smoking, off. Beacon Lights, off. Landing Lights, off. Taxi Lights, off. Wing Lights, off. APU, off. Und Runway Turning Lights, off. Digga, ich hab die auf Slow und was ist dann Fast? Na, Digga. Die kommen nicht mehr hinterher. Naja, die Folge geht jetzt, glaub ich, gar nicht mal so lange. Oh, guck mal, das ist Gepäck, aber der lädt ein. Hallo, ich will aber, dass du auslädst. Entschuldigung. So lädst du denn ein? Ich möchte bitte, dass sie ausladen. Hallo. Ja, gut. Ja, aber die Turbinen sieht man. Off. Ach, er macht hier schönes Licht. Ja. Ich will ja auch die Triebwerke nicht starten. Naja. Gut, Leute. Kurze Folge war das hier. Ah, Digga, jetzt fährt er weg. Ist gerade sein Ernst. Na, Digga, mach du da auch weg. Oh, guck mal, er hat mich da angeschlossen. Das ist cool gemacht. Er hat sich da angeschlossen an mich. Ich glaube, wenn wir jetzt hier keine Stromversorgung hätten, ist das Flugzeug tot. Kann es sein, dass dann mein Flugzeug tot ist? Weil eigentlich sollte ich jetzt keinen Strom mehr... Woher kommt denn noch der Strom? Das frage ich mich. Available? Nee, off. Off. Wie man das ausmacht, weiß ich nicht. Ich habe übrigens mal nachgedacht, wie das heißt, wenn man das Flugzeug, wenn es aus ist, startet, wie es heißt. Ich glaube, das heißt Cool Start oder... Ja. Ich glaube, das heißt Cool Start oder... I don't know, wie das heißt. Externe Stromversorgung. Jetzt machen wir aus hier. Ach, Digga, egal. Gut, Leute, dann danke ich euch fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.